Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Heute wollte ich euch wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute wieder mal um ein Horden-Only Achievement. Das finden wir unter Quests und dann Battle for Azeroth. Das Achievement heißt Forex Champion und für dieses müssen wir Treulose in Voldum mit Forex Bollwerk, Rangyan, dem Ungebrochenen oder einem Schlachtkokolisten besiegen. Und zwar eine ganze Menge, 300, 150 und 100 mit den verschiedenen Fahrzeugen. Diese könnt ihr nur steuern, wenn ihr einen gewissen Questfortschritt habt, beziehungsweise eine World Quest offen ist. Ich habe mich jetzt hier für den Questfortschritt entschieden, denn für die World Quests ist das immer ein bisschen nervig. Zum einen dauert es relativ lang, bis die jeweiligen World Quests ab sind, und zum anderen hat man die Problematik, dass man in einer World Quest meist nicht alle machen kann, also nicht alle Treulosen mit dem jeweiligen Gefährt ummähen kann. Man könnte zwar hier einen Schlachtzug aufmachen und dann dementsprechend über die World Quests das auch machen. Ich wollte es jetzt aber mit einem Streich erledigen und habe mich hier ein bisschen durchgequestet. Wenn ihr das Ganze angehen möchtet, dann müsst ihr wissen, dass alle diese Quests sich hier bei diesen Treulosen befinden. Heißt, ihr solltet von diesem Tempel hier aus die Quests mit einem Hordler spielen, dass ihr hier nach oben müsst. Da gibt es auch eine Quest, wenn ihr hier ein bisschen was gemacht habt, dass ihr hier hingehen müsst und dann in das Lager. Dann macht ihr ein paar Quests und ihr bekommt eine nach der anderen quasi, um diese Gefährte zu steuern. Wichtig hier bei den Gefährten ist es so, dass ihr quasi die Quests nicht abgibt, denn ihr könnt auch in diesen Quests nicht alle auf einmal ummähen. Ich habe jetzt die erste hier mal freigespielt. Und zwar heißt die Kostenloser Ritt. Das ist die Geschichte mit dem Schlachtkrokolisk, der hier unten steht. Die wir haben wir hier. Krolos. Kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor die Treulosen Verstärkung schicken. Genau, das ist nämlich hier auf den Koordinaten 55, 34. Und wie gesagt, das ist eine Questreihe, die hier aus diesem Lager kommt. Und in das Lager wird man geschickt, wenn man hier unten ein paar Quests gemacht hat. Also, ich muss jetzt den gestohlenen Schlachtkrokolisken hier bedienen. Und ich zeige euch mal, wie wir das machen werden. Wir haben nämlich hier so eine Fähigkeit, wo wir so nach vorne rammen können. Und damit müssen wir jetzt dementsprechend wir hier diese Treulosen töten. Ja? Also eigentlich ist es eine relativ simple Angelegenheit. Der Aufstieg. Wie ihr seht, vier haben wir schon. Und damit müssen wir jetzt zur Zuflucht zurückkehren. Ich laufe jetzt quasi hier einfach durch und ramme alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir können Gott sei Dank hier ein paar zusammenziehen und dann immer wieder durchrammen. Jetzt haben wir 27. Weiß nicht, ob ich jetzt hier noch mehr pullen kann. 30. Ja, habe ich nicht alle erwischt. Oh, 43. Und so funktioniert das quasi mit den anderen Quests aus. Auch nur mit dem Unterschied, dass ihr die anderen abbrechen müsst. Hier kann ich tatsächlich alle mit einem Aufwasch machen. Ich werde euch dann gleich auch noch die anderen Quests zeigen, sobald ich die freigespielt habe. Da muss man halt dementsprechend in verschiedene Richtungen freispielen. Hier oben ist dann zum Beispiel den Vogel, den wir unter anderem auch brauchen. Also den werde ich euch dann gleich nochmal zeigen. Jetzt schauen wir, ob wir das hier alles abschließen können. So, 12 brauche ich jetzt noch. Zack. Und dann ein letztes Mal, dann müssten wir es haben. Ah, verdammt, 99. So. Den ersten Fortschritt haben wir. Wir können hier oben die Quest abgeben. Ich werde jetzt erstmal einen kleinen Cut machen und dann sehen wir uns, sobald ich quasi bei der nächsten Quest bin. Und dann kann ich euch da noch ein paar mehr Informationen geben. Das hat überraschend viel Spaß gemacht. So, dann sind wir jetzt bei der nächsten Quest. Und zwar seht ihr schon, wir haben hier Rakyan vor uns. Und da haben wir die Quest Rache von oben. Und ja, die ist dementsprechend dann für die 150 Treulosen verantwortlich, die wir mit Rakyan, den Ungebrochenen, bezwingen müssen. Die andere Möglichkeit wäre eine World Quest, die ist auch hier in der Nähe. Und zwar heißt die World Quest Forex Vergeltung. Genau, und da müssen wir dementsprechend auch 50 Mal quasi Mobs wegbombardieren. Und die könnte man dreimal machen oder man macht es halt dementsprechend in einem Raid, ne? Dann kann man das halt auch ein bisschen anders basteln. So, hier muss man nämlich auch eine Barriere durchbrechen. Das machen wir jetzt nicht. Ich hatte gelesen gehabt, man tut einfach nur die Treulosen, dass sie es nur rausbringen, bombardieren und haut einfach die Barriere nicht um. Dann muss man hier auch nichts mit Quests abbrechen machen, beziehungsweise anderen Geschichten. Gut, 150 sind natürlich schon einiges. Schauen wir mal, wie viel wir hier bombardiert kriegen. Und ich weiß halt auch nicht, ob er dann vor der Barriere nur noch rumfliegt, sobald man die 60 gekillt hat. Ne? Also da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie das funktioniert.
Die dritte Quest, die müsste dann hier oben sein, an dem Vorplatz. Die hatte ich zumindest schon ein paar Mal. Oh, hier ist ein Haufen. Die hatte ich schon ein paar Mal als Word-Quest dann zumindest gemacht. Aber ja. Ich hab's Die aufgegeben, das mit. Treulosen Nee, 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 bleib versperren den da, bleib Weg zu da. Imperator Kortek. Okay, jetzt Wir fliegt er müssen zumindest diese hoch. Okay, aber Barriere ich kann weiterhin zerstören. abbomben, ne? Okay, also jetzt müsste ich hier quasi den Button drücken. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern tun jetzt weiter Treulose einfach bombardieren. Und jetzt schauen wir mal, hier kommen immer neue an. Also das anscheinend kann man das hier weitermachen. Bei dem einen Viech hat es ja jetzt schon ganz gut geklappt, ne? Nee, BG gehen wir jetzt nicht rein. Sondern machen jetzt hier so ein bisschen noch weiter. So, wie viel haben wir denn? 89 sind wir jetzt. Ja, ich denke mal, da kriegen wir die auf jeden Fall zusammen. Hier hast du einen durchgehenden Spawn. Weil wenn wir das jetzt abbrechen, die Quest, dann müssten wir wahrscheinlich wieder auf den Berg hochlaufen. Und das wird wahrscheinlich länger dauern, als dass wir jetzt einfach hier mal die paar abschießen. Ne? Also ihr habt ja gerade gesehen, unten. Warte mal, kann ich bis da runter werfen? Geht das theoretisch? Würde theoretisch gehen, ja, wobei jetzt hier auch nicht gerade so wenige sind. Ne? Es geht, die laufen hier alle zusammen. Also es ist auch in Ordnung. Ich bin jetzt eh schon bei, ja, ein bisschen über 100. Bisschen über 40 brauche ich jetzt noch. Das kriegen wir hier auch noch zusammen. Vielleicht kann ich auch da hinten hinwerfen. Da muss ich gleich mal gucken. Hier, ja, schau mal, das geht relativ weit. Bloß halt schon ein bisschen Abklingzeit, ne? Also bis man hier hinter wird es theoretisch auch reichen. Ja, gut. Also man hat hier definitiv genug Platz. Und hier unten ist gleich auch ein ganz guter Spawn. Da sind immer so 4, 5. Das ist auch in Ordnung. So. Hier, da hinten war, also hier einmal um den Berg rum. Da waren halt richtig viele, ne? Also da ging es ganz gut. 35, okay, 15 brauchen wir noch, ja, easy, easy, easy. Mal gucken, eigentlich wollte ich in dieser Questreihe schauen, dass ich insgesamt 120 werde und das habe ich mittlerweile schon geschafft, ne, solange ist diese Questreihe. Gut, jetzt haben wir das fertig, jetzt müssen wir bloß noch mit dem Forex-Bollwerk das machen. Jetzt drücken wir hier diesen Für Extra-Button Centralis! und hauen quasi das Tor kaputt und können dann einmal hier oben weiter basteln. Jetzt weiß ich nicht, ob wir direkt dann die nächste Quest kriegen. Jetzt geben wir das mal ab. Kortek hat diesen Krieg über uns gebracht. Jetzt brauchen wir erstmal Schädel. Und was Habt ist das ihr Zweite? solche Angst, Ah, schau mal, wir Alter, kriegen gleich das wehe nächste euch hier. einen Teil meiner Macht, Champion. Okay, Ein das ist nämlich gleich die Staat nächste wird Quest, die alle wir brauchen mit Treulosen dem in eurem Bollwerk. Weg auslöschen. Hier könnten wir jetzt in eine Raid-Gruppe gehen. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder man bricht halt einfach die Quest immer wieder ab Die und Sande nimmt sie neu an, ne? werden Das ist die sich andere aufreiben. Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, ob man auch den. Oh, warum ist denn dieser Balken wieder komplett voll? Ach, muss man an diese Blitzdinger ranlaufen? Weiß ich gar nicht genau. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir brechen jetzt die Quest ab und Das nehmen war sie meine. gleich neu an. Den sehe ich bei mir mit. Seid ihr hier, um zu helfen? Ich Und gewähre machen euch einen dementsprechend die Teil Quest dann meiner so. Macht, Champion. Seht ihr, jetzt Mein geht der Counter Schuss hier wieder wird neu alle los. Treulosen in eurem Weg auslöschen. Das kann nicht Bin mir jetzt halt auch nicht ganz sicher, wenn ich den Counter einmal voll. Aber ich müsste die Quest trotzdem nur abbrechen können, ne? Manche geben sich ja so automatisch ab, da geht's dann nicht, aber ich denke, das müsste hier eigentlich auch funktionieren, ne? Also. Bloß man hat den Balken halt dann wieder einmal komplett voll, wenn man die Quest abbricht und wieder neu annimmt. Das ist vielleicht ein Vorteil an der Stelle. Gut, die andere Quest brauche ich eigentlich nicht mehr machen, weil der Char jetzt eh 120 ist, dann ist das bleibt sich das relativ gleich. Mein Tod Da bleibt sich das wird relativ gefällt. gleich. Ja, doch, das machen wir so. Brechen wir es immer wieder ab, dann habe ich zumindest wieder einen vollen Balken. Weil der entlädt sich dann doch schon ganz Mein gut. Das war meiner. So, wie viel haben wir? 120. Ich würde sagen, wir skippen jetzt mal, bis Kortek ich hat diesen quasi zum Krieg Ende über gekommen bin. uns gewählt. So, jetzt kommt die letzte Runde bei Seid mir. ihr hier, um zu Ich habe helfen? mittlerweile Ich gewähre festgestellt, dass ich das euch Ganze einen auch Teil aufgemountet meiner machen Macht, kann. Ja? Champion. Also Mein 249 habe ich Schuss schon wird so alle ein paar kleine Runden Treulosen in drehen und eurem man ist Weg eigentlich quasi durch. auslöschen. Die Ausbreitung des Sandes Also mit dem Mount ist man natürlich dann nochmal ein gutes Stück schneller, ne? Also ist klar. So, ich brauche noch 11 Stück. Dann haben wir genug weggebritzelt. Wie Sand Ah, drei sollt ihr Stück noch. Nee, verwendet sieben und Stück noch. vergessen werden. Es lädt sich halt extrem langsam auf. Ich habe noch nicht so ganz geblickt, wie man es schneller wieder aufgeladen bekommt. Ah, da kommt's.
Wunderbar, damit haben wir das Achievement einmal abgeschlossen und ihr habt gesehen, eine Quest war quasi hier unten, ne, die ihr freispielen musst und die anderen beiden dann hier oben auf dem Berg. Da müsst ihr halt die ganzen Quests dahin machen, dann das Fliegen quasi und direkt nach der Flugquest kommt schon hier die im Hof und ihr habt ja gesehen, mit dem Krolusk hier unten einfach alles wegräumen, was unten ist und dann erst abgeben gehen mit dem Flugviech quasi erst die Barriere zerstören, wenn ihr die Kleinen alle gekillt habt fürs Achievement. Und hier mit dem Ding könnt ihr immer wieder abbrechen und neu annehmen und dann habt ihr es. Oder ihr wartet auf die World Quest, das würde ich nicht empfehlen. Achso, die letzte World Quest kann ich euch noch sagen und zwar ist das Volksvergeltung, doch, das hatte ich schon gesagt, ne? Also von dem her, ja, dahingehend würde ich es lieber mit die Quest so holen, als auf die World Quest zu warten, weil es dauert einfach ewig. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und sonst sehen wir uns gerne beim nächsten Video. Euer Tela, bis dann. Der Ciao. Aufstieg unserer